Wir möchten, dass ihr euren Traum vom Naturwasser in eurem Garten verwirklicht. Daher beschäftigen wir uns heute mit dem Thema: Für wen ist ein Teich, Dr. Teich oder ein Schwimmteich generell geeignet und für wen ist ihr das nicht? Deine Videoplattform zum Thema Schwimmteich. Natur im Garten und Wasser, das lebt. Einer der Gründe, warum man sich einen Schwimmteich im Garten errichten kann, ist, dass man die Natur liebt. Also ich glaube, ein Schwimmteich ist ideal für Naturliebhaber. Du holst dir die Natur in den Garten. Das heißt, was du dir mitholst, sind ebenso Tiere, die deinen Teich, dein Wasser, dein Teichwasser bevölkern. Also erster Grund, der für einen Teich, Dr. Teich spricht, Natur. Der zweite Grund, der auch für uns ein großer Faktor war, warum wir uns für einen Teich, Dr. Teich entschieden haben, ist die Nachhaltigkeit. Ich glaube, es gibt kein nachhaltigeres System für Schwimmen im Garten als einen Schwimmteich. Das war für uns wirklich ausschlaggebend. Wir haben uns immer gedacht, beziehungsweise der Christian war da der Vorreiter, er hat immer gesagt, wenn wir das irgendwann nicht mehr wollen, ist nicht viel passiert. Wir haben nicht viel versiegelt in der Natur. Wir brauchen nur das Wasser raustun, dann die Folie entfernen, den Teichrand entfernen, Vlies entfernen und that's it. Da ist nicht viel zu entsorgen, sozusagen. Nachhaltigkeit, habe schon erwähnt auch gerade, das Wasser. Also es ist sicher ein wichtiger Bestandteil eines Schwimmteichs, ein wichtiger Faktor beim Bau eines Schwimmteichs ist einfach, oder bei der Entscheidung für einen Schwimmteich, ist, dass du einmal füllst und dann im besten Fall nie wieder Wasser nachfüllst. Das heißt, nachhaltiger geht es gar nicht. Ein weiterer Grund, sich für einen Schwimmteich oder einen Teich, Dr. Teich im Speziellen zu entscheiden, ist die Unabhängigkeit von Strom und Technik. Das mag jetzt für die einen positiv sein, für die anderen durchaus negativ. Wir sehen es aber definitiv als positiven Grund für die Errichtung eines Teichdoktorteichs, der ja eigentlich komplett auf Naturgesetzen basiert und auf der Nährstoffarmut im Wasser. Und es sind bei der Errichtung eines Teichdoktorteichs eigentlich keine technischen Geräte oder sonst irgendetwas im Einsatz, das Strom benötigt. Natürlich, viele von euch planen einen Skimmer mit ein. Da ist natürlich etwas Technik dabei, aber das ist nicht etwas, das man haben muss für einen Schwimmteich. Welche Gründe fallen mir noch ein? Ich meine, gesundheitliche Gründe, wenn man jetzt einen Schwimmteich vergleicht mit einem Pool, liegt es auf der Hand, wer gerne in natürlichem Wasser schwimmt, für den ist ein Schwimmteich ideal. Ganz klar, es macht ein angenehmes Gefühl auf der Haut, es hat keinerlei Effekt auf die Haut in Form von, weiß ich nicht, Jucken, Ausschlag, sonst irgendetwas. Es ist einfach Naturwasser. Ein weiterer Faktor, der eine Rolle spielt bei der Entscheidung, ist ein Schwimmteich bzw. ein Teich, Dr. Teich im Speziellen, ist ein Schwimmteich, den du in Selbstbauweise errichtest, sprich do it yourself. Das bedeutet, es ist sicherlich sehr geeignet, der Bau eines Teichdoktorteichs für Menschen, die ein bisschen ein handwerkliches Geschick haben, ein bisschen Hausverstand mitbringen. Das wiederum führt mich auch zum nächsten Punkt. Das sind natürlich die Kosten. Die Kosten eines Teichdoktorteichs sind im Vergleich zu einem Pool, Naturpool, Swimmingpool im klassischen Sinn oder sonstigem einfach sehr viel geringer. Ein Grund ist natürlich, dass man sehr viel selbst macht, aber ein weiterer Grund ist natürlich auch, dass man kaum technische Einheiten benötigt. Also alles, was man
das, was wirklich anfällt an Kosten, sind hauptsächlich die Kosten fürs Baggern und die Kosten für die Folie und das Verlegen der Folie. Ein weiterer Punkt, der für die Errichtung eines Teichdoktorteichs im Speziellen spricht, ist, wenn man ein Mensch ist, der gerne individuell gestaltet. Ein Teichdoktorteich ermöglicht es einem, die eigenen Vorstellungen zur Verwirklichung zu bringen. Denn ein Teichdoktorteich kann auf verschiedenste Arten optisch gesehen errichtet werden. Du kannst ihn wie ein Pool sehr geometrisch errichten, anlegen, oder aber du kannst ihn auch sehr natürlich anlegen. Es ist wirklich, wie es einem besser gefällt. Und das spricht natürlich auch für einen Schwimmteich im Gegensatz zu einem Pool. Was sollte man mitbringen, wenn man einen Schwimmteich im eigenen Garten hat? Geduld. Geduld ist das Zauberwort. Und das schließt eigentlich alles ein, was die anderen Punkte betrifft. Denn Geduld braucht man, weil es ein Naturteich ist, weil es ein Naturwasser ist. Geduld brauchst du, weil natürliche Prozesse nicht nach Plan ablaufen. Es ist einfach ein Wasserkörper, den du im Prinzip als Wesen betrachten solltest. Es hat genauso Reaktionen, es hat genauso seine guten Phasen, seine schlechten Phasen. Und damit sollte man zurechtkommen. Das ist etwas, das braucht es. Wenn du deinen Teich lieben möchtest, dann musst du das mitbringen. Dieses Verständnis für Natur und diese Liebe zur Natur. Das ist, glaube ich, das Um und Auf. Weiters ist ein Schwimmteich geeignet für Personen, die vielleicht nicht so viel Zeit haben für die Pflege ihres Wassers im Garten. Es ist geeignet für Menschen, die gerne einmal einen Kescher in die Hand nehmen, die auch beobachten und versuchen, ihr Wasser zu verstehen. Aber man braucht nicht viel Zeit, um den Teich zu reinigen. Ein weiterer Punkt, ganz, ganz wichtig, ist, wer wenig Platz hat im Garten, für den ist ebenso ein Teichdoktorteich gut geeignet. Warum? Weil er eben im Gegensatz zu den Pflanzenteichen einen sehr geringen Teil an Regenerationszone benötigt und daher auch wirklich nicht viel Platz braucht. Und last but not least, für wen eignet sich ein Schwimmteich besser als für Familie? Ja, warum? Ganz klar, natürliches Wasser ist definitiv besser für unsere Kinder als Chlorwasser. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber es gibt auch noch einen weiteren Grund. Bei einem Teichdoktorteich kannst du ja die Zonen, die Tiefe der Zonen variieren, wie du möchtest. Du musst eine Tiefzone haben, aber den Rest, du kannst eine 50 cm Zone haben für die Babys, für die Kleineren. Du kannst eine 1,20 Meter Zone einziehen. Du kannst aber genauso eine 1 Meter Zone einziehen. Also das heißt, du kannst auch da wieder sehr individuell gestalten. Also für das Prinzip des Teichdoktorteichs ist es nicht notwendig, dass es jetzt genau 1,40 und 3 Meter sind. Die 3 Meter sollten sein, auf jeden Fall. Aber ansonsten bist du sehr flexibel in der Gestaltung deiner tiefen Bereiche. Naja, und dann dürfen wir nicht vergessen, was natürlich auch noch ist, für Kinder ist ein Schwimmteich, egal ob mit oder ohne Pflanzen, einfach auch ein Abenteuerparadies. Es gibt immer etwas zu entdecken. Ich spreche jetzt von den Molchen, von den Babymolchen. Kinder lernen auch mit einem Teich. Sie lernen die Natur zu schätzen, zu respektieren, im besten Fall auch zu verstehen und sie lernen sehr viel im eigenen Garten kennen. Also das noch ein weiterer Grund, warum man einen Schwimmteich im Garten anlegen kann. Ich glaube, ich habe jetzt jede Menge Argumente geliefert, für wen ein Schwimmteich bzw. ein Teichdoktorteich im Speziellen geeignet ist. In einem unserer nächsten Videos werden wir dir natürlich auch sagen, für wen ein Schwimmteich nicht geeignet ist, zumindest
so was wir an Erfahrungen gesammelt haben, beziehungsweise was wir halt so mitbekommen in unseren Gesprächen. Das heißt, wen das interessiert, bitte bleibt dran, gebt uns gerne einen Daumen hoch und bleibt uns treu. Dankeschön.